seit Wolfgang Mayer, dem Organisator des Lichterglanzes. Seit wann gibt es denn den Lichterglanz? Wir haben mit dem Lichterglanz begonnen. Ich glaube, es war 2010, damals noch ohne Ballonglühen. Damals haben wir nur ein paar Würzburger Gebäude illuminiert. Dieses Jahr haben wir noch ein bisschen aufgepimpt, um 14 6,50 Meter oder bis zu 6,50 Meter hohe Lichtskulpturen in der Innenstadt und die beiden Kryo-Engel, die durch die Stadt laufen, auf Stelzen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, denn die Stadt ist voll, alle Parkhäuser sind besetzt, über den Weihnachtsmarkt ist kaum durchkommen. Also das ist ein ganz, ganz toller Auftakt vom ersten Advent für uns. Wie viele Besucher, denken Sie, sind heute da? 45.000, 50.000 dürften es schon sein insgesamt. Es ist eine ziemlich schöne Veranstaltung auf jeden Fall. Und ja, weiß nicht, Matze, was sagst du? Ja, also ein richtig schöner Weihnachtsmarkt auf jeden Fall. Und mal unter uns, Waffeln oder Flammkuchen heute Abend? Eher Flammkuchen. Glühwein, aber sonst eher Waffeln. Okay, gut, dann vielen Dank und schönen Abend noch. Und was hat Ihnen heute am besten gefallen? Die Auftaktstimmung, dieses, man erwartet die Adventszeit und dann bekommt man hier einen Adventsmarkt geboten, der also nicht das Herkömmliche im Stil von irgendwelchen Hütten mit Mandeln ist, sondern eben auch Walking Acts mit der Illumination, mit den Ballonglühen, also eine Vielfältigkeit. Brothers, sisters, everybody sing.